So, und willkommen zurück hier bei Anno. Wie das letzte Mal schon erwähnt, wollen wir hier mal die Stadt in der Richtung mal eher ausbauen, weil dort oben ist ja ein bisschen einfach. Da brauchen wir auch auf nichts großartig zu achten. Hier wird es schon eher ein bisschen kritischer, weil wir ja noch die ganzen Servicegebäude brauchen. Weil hier ein Monument hinzusetzen, das macht meines Erachtens wenig Sinn. Wenig bis gar keinen Sinn, um ehrlich zu sein. So, Blockheizung, 129 Energie haben wir noch. Tun Sie es auch. Ja, okay, das ist doch kein Problem, das kann ich machen. Wenn wir eh schon mal hier sind, begeben wir uns gleich auf die Suche. Einmal... Ach, halt, nee, da lasse ich frei, genau. Das sind dann wieder die... Warnung. Gesundheitszustand der Bevölkerung kritisch. Man baut an der Stadt und schon werden die Leute wieder krank. Woran liegt das nur? Schlimm. So. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Dann haben wir das da auch schon mal geschafft. Sehr schön. Und... Sehr schön. So, jetzt hoffe ich nur, dass die Bauzellen langen, aber das sollte definitiv... ja gut, ich bin ruhig. Bei 21 Stück bin ich lieber mal ruhig. Das kann schnell nicht mehr langen. So, hier setzen wir die Straße auch mal nach oben. Nicht, dass die anfangen zu heulen, dass die hier ans Stadtzentrum nicht rankommen. Ich weiß noch nicht mal, an welcher Stelle das überhaupt jetzt gildet. Für die da hier wahrscheinlich noch so zum Teil. Ja. Oder? Naja, okay, sie kommen auf alle Fälle ran an das Stadtzentrum. Das ist doch schon mal das Wichtigste. So. Dann hoffe ich doch, dass die hier, genau, das fehlt denen schon mal, die Aktivität. Warnung. Produktion gestoppt. Jetzt muss ich hier wieder zwischen 20 verschiedenen Leuten hin und her scrollen. Ah, da unten habe ich es schon gesehen. Kriegen wir das? Genau. Ich wollte schon sagen, das kriegen wir doch auch anders dahin. Die Straßen hier gehen schön nahtlos über. Nicht so wie hier drüben, die da. Das gefällt mir ja nicht so ganz. Na toll, super. Jetzt wollte ich hier gerade ein Beispiel raussuchen und dann ist hier keins. Nicht so wie hier diese Straßen, dass hier dieser Strich da in der Mitte bleibt. Wenn man das überhaupt sieht auf YouTube, ich weiß es nicht. Hier unten waren wir. So, Gesundheitswesen. Krankenhaus ist hier in der Nähe. Hier wird es allerdings schon kritisch, wobei da ist nochmal eins. Ach nee, oder? Das ist jetzt... Das ist ein Witz, oder? Aber wir haben sie hier unten drin. Ah, eine Straße ist hier bei der Konzerthalle. Super, das passt doch perfekt. Wir haben das Beste aus unserer Situation gemacht. Dank dir. Mhm. Wartet nur, wenn ihr seht, was ich dafür verlange von euch. So. Und da sind schon die Bauzellen wieder aus. Super. Ah, dafür haben wir ja ihn hier. Ach so, stimmt, ja, genau. Die, 5 Piloten, die wir suchen müssen. Da. Schön, dass sie auch so langsam laufen. Da ist keiner. Auch nix. Hier, wo es dünner besiedelt ist, dürfte man sie doch eigentlich locker und lässig sehen. Naja, ich nicht, ne? Okay. Hier auch nicht. Ach komm schon. So schwer darf das doch nicht sein. Da war einer. Das sind sogar zwei, ne? So. Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich schon? Noch zwei Stück fehlen. Stimmt, dann können wir noch gleich Mikrochips, die Raketen kaufen. Dass wir da vielleicht zwei Deep Sea Hunter hinbekommen. Wie viel Zeit haben wir dafür noch? Ach, das ist sogar unendlich. Ja, supi.
Dann lassen wir uns dafür natürlich so lange Zeit, bis Krieg ist. Oder wir kaufen uns einfach eine Hilfslotte, dann sind die eh dabei. Weil ich jetzt erst einmal gerne die haben möchte. Ja, eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder ist immer was Schönes. Was macht ihr hier oben? Ah, Street Dancer. Komm, zeig noch mal. Komm, zeig deine Moves. Schade, dass man da nicht noch ein bisschen näher ran scrollen kann. Aber das ist ja nicht das Problem. Unser Problem ist eher, dass mir hier keiner da. Waren das jetzt alle? Na, immer noch einer. Ich glaub's ja gar nicht. Da. So. Super. Super Buschi. Ah, erfreuliche Nachrichten. Ja, hab ich. Verladen Sie? Ja. Ein wichtiger Erfolg für die Organisation. Okay, das war nur, um mich zu trollen. Nicht mehr, nicht weniger. So, Was soll ich sagen? Mir geht's blendend. Das freut mich sehr. Nochmal 22 Stück. Dann sehen wir jetzt auch gleich, was noch fehlt. Das ist auch sehr schön. Information. Das war ja fast klar, dass das fehlt. Das größte und komplizierteste Gebäude. Wobei, dann gibt es auch wieder mehr Steuern. Das kriege ich natürlich nicht mehr so schön hin. Ah, ne, okay, da hinten ist alles abgedeckt. Ja. So, sehr schön. Und dann können wir nämlich gleich mal schauen, wie es mit dem Fisch wieder aussieht. Ob das langt. Tee sollte. Dürfte gar kein Problem sein. Tee, ja, eben. Hier sieht's auch sehr gut aus. Der Pfeil geht immer noch nach oben, das freut mich. Bevölkerung verlässt die Stadt. Was denn? Ihr habt doch hier ein Krankenhaus. Mein Gott, warum wollten die abhauen? Dann geht doch. Neuer Ghetto. Seuchengefahr eingedämmt. Na, sehr schön. Das wurde ja jetzt aber auch mal Zeit. So. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier oben... Ja, energietechnisch sieht es hier oben immer noch ziemlich mau aus. Obwohl wir jetzt hier unten schon mal relativ wenig verbrauchen dürften. Dann ist halt die Frage, wie passe ich das an? Also so wie hier unten gefällt mir das ja sehr gut mit den Getreidefarmen. Also eher so. Achtung. Wobei Getreide ist ja nicht das Problem. Reis ist eher das Problem, aber wenn sich die Tendenz des letzten Mal... Ja, jetzt sieht es mittlerweile wieder schlechter aus, aber Gemüse geht halt auch nach unten. Auf der anderen Seite. Wie kann ich helfen? Kann ich das ja jetzt eh nicht so genau sagen, weil ich ja diese Weltpolitik-Sache auch noch mit drin habe. Ein paar effektive Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung. Natürlich kann ich das für Sie regeln. Achtung, Anteil nicht länger in Ihrem Besitz. Warum kaufen die sich immer die teuerste Aktie ein? Gut, man kriegt halt auch sau viel deswegen. Wir könnten mal bei ihm gucken. So, da brennt's. Das ist sehr schön. Haben wir eine Feuerwehr irgendwo in der Nähe? Feuerwehr ist da drüben. Sehr schön. Aber keine dort oben, wo wir sie brauchen. Sehr schön. Jetzt haben wir eine. Sehr gut. So, ja, das Problem wird natürlich sein, die jetzt... Ich kriege hier ja keine Bevölkerungsstufe höher. Entwarnung. Weil denen fehlen natürlich die Hamburger. Kann ich mir das andere ja eigentlich auch direkt sparen vorerst. Fehler. Sämtliche Bauarbeiten wurden eingestellt. Ah, scheiß Akkuschrauber fehlen wieder. Okay. Wir müssen unbedingt Akkuschrauber nach oben liefern.
Ah doch, auf der SA2, okay. Ich habe da immer Bedenken, dass der mir das da hier auf so ein Schiff rauflädt. Das wäre natürlich schlecht. So, Eisen sind wir hier randvoll und Co. Dings auch. Kalkstein ist natürlich eher schlecht. Gut, Eisen sind wir deswegen voll, weil wir hier kaum Kohle hatten. Das dürfte sich ja mittlerweile auch genau gedreht haben. Ach, darum hatten wir auch so wenig Akkuschrauber. Ja klar, nur, das ist natürlich alles irgendwie ins A. Ja doch. Da gab es natürlich dann die großen Verzögerungen. Das muss mal alles dann durchgestylt werden. Definitiv. So, jetzt da drauf. Zeit genügend verplempert hier. So. Analysiere Ursachen für den Baustopp. Naja, der Baustopp dürfte jetzt abgeschlossen sein. Das ist sehr schön. Dafür langt es. Dafür haben wir jetzt genügend Akkuschrauber da. Ja, das ist natürlich das Problem. Aber da warte ich jetzt echt, bis das Monument fertig ist. Weil es macht für mich einfach ein bisschen wenig Sinn, hier jetzt Forschungslabore überall reinzuhauen. Wir brauchen zwar ein paar Forschungslabore, um zu forschen, auch die Akademie, aber wir haben ja genügend da. Warum noch mehr bauen? Das ergibt ja jetzt keinen Sinn. Das Einzige, was wir hier machen müssten, ist die Energie wieder nach oben bekommen. Weil, wie gesagt, das Teil, das brauchen wir hier auf alle Fälle. Und eins wird ja nicht lang. Na ja, gut, eins langt schon, ne? So, Energie. Er liefert uns 138. Machen wir nochmal einen dazu. Stimmt, wir haben ja eh hier oben noch das Upgrade dazu gekauft. Dort unten passt keins mehr hin. Dann machen wir das dahin. In der Hoffnung, ich krieg das dahin. Na. Oh, doch, das langt sehr schön. Zu früh gefreut, hä? Also bisher habe ich das Teil nur ein einziges Mal wunderschön aufbauen können. Echt wahr. Gibt's doch nicht so. Geht doch. Sehr schön. Wir sind energietechnisch gut nach oben. Ich habe sämtliche Werkzeuge verbraucht. Das ist awesome. Aber wir haben ja hier noch jede Menge. Und da wir die ja jetzt definitiv dort nicht brauchen, weil wir die ja jetzt definitiv vorerst nicht aus... Sag mal. Bin zu blöd, das Schiff hier runter zu beordern. Na gut, so viele sind das hier jetzt aber auch nicht mehr, ne? Herrlich. So. Akkuschrauber sieht eigentlich ganz gut aus. Es sind immer noch Leute da, die hier aufsteigen. Das freut mich sehr. Jetzt fehlt es an Holz. Ich glaub's nicht. Komm. Stimmt, ich wollte jemanden. Achso, ja, das mache ich dann hin. Das wird meine Hausaufgabe zur nächsten Aufnahmesession sein. Definitiv da nachgucken, ob man da noch eine zusätzliche Leiste reinmachen kann. Ich könnte alle natürlich auch warten, bis einige. Exakt verarbeitet. Erfüllen Sie nun alle Parameter, um den Bau fortzusetzen? Ja, sehr schön. Dieses Ergebnis ist korrekt. Das ist doch sehr schön, dass es schon mal korrekt ist. So. Er hat mich jetzt. Analysiere Ursachen für den Baustopp. Keine Bohrmaschinen. Keine Bohrmaschinen da und kein Holz da. Und zumal Baustopp kann nicht sein, weil läuft ja hier irgendwie noch, ne? Okay, wieder 300 und 320 Holz. Und keine Energie. Okay, aber ich würde sagen, wir machen dann... Na gut, das ist jetzt eigentlich... Wir machen das hier unten. Definitiv. Und zwar, wenn ich sie finde, wo sind die Offshore-Kraftwerke da? Windkraftwerke. Windräder, keine Kraftwerke. So. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Das ist ja auch mal Zeit, dass sich die Ökobilanz dort verbessert.
Achso, ich wollte gerade sagen, warum kommt da nicht mehr wegen Überschneidung? Wenn es nicht mehr kommt, überschneiden sich die Gebäude nicht mehr. Dann kann ich es schön getrostlos aufbauen. So. Nein, was ich sagen wollte, ich könnte natürlich auch so lange warten, bis ihr mir das sagt, auf welcher, wie man das einstellt, dass man hier zwei Leisten hat, falls es überhaupt geht. Aber ich glaube, bis dahin habe ich das auch rausgefunden. Aber ihr dürft es natürlich gerne schreiben. Ich nehme solche Tipps liebend gerne an. Also wirklich absolut liebend gerne. Auch falls es eine Möglichkeit gibt, dort oben dieses Atomkraftwerk wegzugeben, ne? Dürft ihr das ruhig schreiben. Also bin ich euch nicht böse wegen. Würde mich sogar sehr freuen. So, ich wollte aber jetzt eigentlich gerade ein anderes Schiff suchen. Sollte ich gleich tun? Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben keine, Kommunikatoren, aber ich bin hier auf der falschen Insel. So, hier haben wir wieder Eisending und so. Das passt sehr gut. Da muss ich dann nochmal gucken, ob das mit der Handelsroute so passt überhaupt. Bauzellen nehmen wir auch nochmal mit. Das liefern wir jetzt alles nochmal dahin. Holz können wir dann direkt auch von da holen. Da ist doch das Schiff. Sehr schön. So, das Holz, das könnte ich ja schon mal einladen. Das, ach halt, nee, Holz hat hier unten ja auch gefehlt. So war das. Ja, genau. Stimmt wegen... Wenn sich unsere Situation nicht ändert, kommt es bestimmt zu Krawallen. Sie erledigen das doch wirklich für mich, oder? Ja, Lester, ich erledige das für dich. Wo will denn das hinhaben? Scheißegal. Lester? Lester? Errichten Sie... Wohin? Ich meine, mir ist das egal, dann baue ich das halt irgendwo hin. Also da, wo es halt am meisten Sinn macht, ne? Wo ist denn das da? Ist das da? Nee, doch. Ein Ministerium. Kongresszentrum. Bildungscluster. Errichten Sie folgendes Gebäude. Ein Wahrheitsministerium. Bildungscluster. Also entweder bin ich gerade zu dämlich oder ich bin zu dämlich. Halt! Ha! Ja! Ja, ich bin dämlich. Dämlich. So, dämlich, dämlich, dämlich. Das Ministerium ist natürlich hier. Ganz klar. Habe ich aber jetzt auch nur deswegen gecheckt, wegen ihm hier. So, das bedeutet, die Werkzeuge müssen alle wieder rüber. Nein, müssen nicht alle. Machen wir das so. Damit sind wir dann eh voll. Sehr schön, okay. Super, jetzt fangen die ja auch noch an mit dem Scheißdreck, ey. Können doch eh nichts mit anfangen. Oh, toll, super. Dann fangen die bald an wegen den Hamburgern und fangen auch noch bald an wegen dem anderen Zeug. Oh je, oh je, oh je, oh je. Aber ich wollte sie ja unbedingt dabei haben. So, wie sieht es denn hier aus mit Kommunikatoren? Kommunikatoren sind immer am Schrumpfen. Allerdings haben wir jede Menge Mikrochips. Das ist was mich auch, also jetzt, ich meine, wenig Kommunikatorenfabriken habe ich ja jetzt nicht, ne? Und es langt halt immer und immer noch nicht. Ei, das ist Eiderdaus. Naja. Das hat mich damals, glaube ich, auch bei Dings, den Tycoons so ins Rudern gebracht. Immer mehr Tupperwaren. Ich habe die ja überhaupt nicht mehr mit Tupperwaren zufriedenstellen können, weil man so viel gebraucht hat. Und dann den ganzen Ölnachschub. Olli, olli, olli. So. Dann dürft ihr hier das mal bekommen. Euer schönes Schweizministerium.
Und ich reiße es euch natürlich nicht ab. Das Schöne ist, die haben hier natürlich eine Ökobilanz. Und das funktioniert ähnlich den Blockheizungen von der... Von denen... ich bin ja so ein Fisch, ich könnte ja die hier oben mit einbauen. Das tut so weh. Weil je mehr Leute drumherum wohnen, desto besser wird die Ökobilanz. Man sieht also Grund plus 50 und wenn halt mehr drumherum sind, wird es halt noch besser. Ne? Und das bei minus 40 Bilanz und gerade mal minus 5 Energie. Vor alledem, ich Fisch hätte ja schon längst mal die Dings hier machen können. Auch diese anderen netten Gebäude. Warum kann ich die jetzt hier nicht bauen? Ja, weil sie keine Akkuschrauber haben. Okay. Ich hätte ja mal schon längst dort oben auch Blockheizungen bauen können. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Dann könnte man die eine Seite mit Blockheizungen zumachen, die andere Seite mit diesen Reststoffpresswerken. Genau. Ja, daran habe ich überhaupt gar nicht mal gedacht. Ja, da sieht man es mal, da sieht man es mal. So. Der lädt noch sein Holz aus. Ich schicke jetzt beide Schiffe noch hier runter. Und dann war es das. Dies soll es das mal für das gewesen sein. So. Pass auf. So. Und jetzt auf die 1. So. Jetzt haben wir es doch. Warum auch immer das so kompliziert gerade war. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil der schon mal auf der 1 war. Je nachdem. Komm an, du Schiff. Komm schon. Ehe du nicht da bist, höre ich nicht auf. Oh nein, ich mache so lange weiter, bis du da bist. Ist nicht mein Fehler, mein Schaden. Doch, ich muss sehr viel rendern. Oh je, dann dauert das wieder so lang zum Hochladen. Okay, liebe Leute. Soll aber jetzt wirklich genug gewesen sein für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Aufnahmesession. In diesem Sinne, baba.